Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 an die Arbeit. Im letzten Part, was war da los? Es war einiges los hier. Unter anderem hat sich Donika den Wunsch in den Kopf gesetzt. Ich zeig's euch gerade. Sie möchte ihren Schatz, den Stefan, heiraten. Und demzufolge hat sie auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht und hat ihm einen Heiratsantrag gemacht. Morgens noch nach dem Frühstück. Und ja, irgendwie ist mir aufgefallen, heute haben eigentlich alle frei, bis auf Kira. Das Blöde ist, sie müsste in 5 Minuten auf die Arbeit. Nee, das geht nicht. Ich habe mir überlegt, weil sonst kriege ich das mit der Hochzeit nicht hin. Wir nehmen uns heute frei. Wir nehmen uns heute einfach mal ganz frech frei. Urlaubstag nehmen, zack, macht das. Weil normal wäre sie jetzt auf die Arbeit gegangen, aber das ist Quatsch. Die soll ja bei der Hochzeit dabei sein. Und dann machen wir das nämlich auch direkt heute. Dann haben wir die beiden schon mal unter Dach und Fach. Mit Fiona und Steffen weiß ich noch nicht. Werden wir sehen, wie das dann wird und überhaupt und tralala. Aber ich möchte heute Hochzeit feiern. Wir haben noch Sonntag, es ist Mittag. Also von daher wunderbar. Ich guck mal, was jetzt gerade die Leutchen gerade alle so machen. Wie geht's dir denn, Mäuschen? Super gut. Wie geht's denn deinem Schatz, dem Stefan? Auch eigentlich super gut. Was machst du da? Im Internet surfen will er, okay. Steffen ist, glaube ich, mit Spielen beschäftigt. Ja, das braucht er für die Arbeit. Ist das abgeschlossen? Noch nicht, nein. Fiona ist draußen und macht, weiß der Geier was. Ah, du bist am Essen. Okay, gut, ist in Ordnung. Und was macht der Papa? Der sitzt auch da und macht irgendwas. Keine Ahnung, was machst denn du? Im Internet surfen. Musst du nicht irgendwas für die Arbeit erledigen? Ja, eigentlich schon, aber egal. Auftritt schreiben noch nicht begonnen. Ja, dann mach das doch. Dann hock da nicht und surf im Internet. Dann mach Sinnvolles und schreib mal deine Auftritte kurz an oder so. Keine Ahnung. Comedy, schreib einen Auftritt. Auftritt schreiben, ja. Keine Witze. Also dann hier, mach mal. Das bitte und hör damit auf. Gut, wir gucken, dass Kira jetzt frei nimmt. Machst du das jetzt auch? Junge! Mach mal schnell. Oder, er macht's nicht, ist mir egal. Wir machen jetzt ganz was anderes. Es geht allen soweit gut. Das heißt, wir werden hier mal... So, stopp, Leute. Ich muss mal gucken. Hat sie eigentlich ein entsprechendes Outfit? Donika möchte heiraten. Donika möchte heiraten. Geh doch mal kurz... Hast du eigentlich oben auch einen Kleiderschrank? Ja doch, hier. Guck mal, geh mal kurz Outfit planen. Ich will mal wissen, ob du da irgendwas in der Richtung überhaupt hast. Ja. Und bei Stefan weiß ich auch nicht, was der als Abendgarderobe so hat. Mach einfach mal. Und mach schneller, Mädel. Ich habe keine Zeit. Und Kira hockt sich oben hin. Ja, ist okay. Genau. Zeig mal kurz. Ich muss mal sehen, was die so haben. Weil, wie gesagt, das ist mir wichtig, dass die zwei wenigstens jetzt mal loslegen. Und ja, wichtig, wichtig, wichtig. So, das ist alles in Ordnung. Ich will mal wissen, wie sieht denn dein, hier, Abendkleidung? Was hast denn da? Das da. Ja, das dachte ich mir. Du bräuchtest aber vielleicht... Was hast denn du als Party-Outfit? Yeah, auch cool. Aber nichts Taugliches für eine Hochzeit. Haben wir hier eigentlich Hochzeitsdinger? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keinen Plan. Hast du schon ein zweites? Nee, noch nicht. Das ist das. Hatten wir das mal festgelegt irgendwann? Ach, Leute, ich habe keinen Plan mehr, was ich hier mal gemacht habe. Sieht aber auch geil aus. Ich hätte dann gerne mal Nummer 3. Gut, jetzt ändert sich nichts mehr. Gut, dann hätte ich gerne mal eine die Kombi. Ja, hier, genau. Da, ah, fein. Wie sieht das aus? Schick. Ja, nicht schlecht. Was wäre damit? Das finde ich halt immer sehr schön. Aber ich glaube, das hatte Kira schon an. Was ist das für ein Ding? Gibt es das auch im Weiß? Nee. Warte mal kurz, was ist das? Nee, das ist auch nicht... Och man, ist das alles, was ich hier zur Verfügung habe? Ist aber doof. Warte mal, was ist das für eins?
setzt dich in Weiß? Nee, auch nicht. Ja, dann... Warum habe ich die neuen Sachen da nicht mit drin, oder? Ah, ich bin ganz weit unten gewesen, sehe ich gerade. Warte mal, was ist das für eins? Ja, das ist aber so bunt. Nee, das will ich nicht. Und das ist so... Nee, gefällt mir auch nicht so richtig. Was haben wir hier? Zum Beispiel, das... Gibt's das in Weiß? Zeig mal. Yeah! Nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Aber ich weiß nicht, so für Hochzeit. Na, das ist mir jetzt dann doch zu abstrakt. Was ist das da? Nee, das da? Zeig mal das. Gibt's das in... Ist das Weiß? Wo ist Weiß hier? Da. Das sieht doch schick aus. Also das würde ich... Das würde mir jetzt gefallen. Irgendwie. Zeig mal. Dreh dich mal. Du siehst heiß aus, Baby. Ich finde das voll schön gerade. Was hätte man noch? Warte mal kurz hier. Das ist dann auch so. Gibt's das auch in Weiß? Ja, nee. Nee, nicht so ganz meins. Was haben wir hier? Oh, das sieht auch schick aus. Hast du das auch in Weiß? Zeig mal. Nee, das ist nicht Weiß. Nee, das ist nicht Weiß. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Das für eins. Oh. Oder hier das. Was ist das da? Wow, was ist das denn für ein Kleidchen? Gibt's dich noch? Auch hübsch. Das ist auch hübsch. Ta-ta-ta. Oh, nicht schlecht. Ganz schlicht und so. Dieses? Oder dieses? Ich finde das aber mit ihrer Figur einfach genial. Das hat so was Spezielles, oder? Ah, wobei das andere auch geil aussieht. Ah, ich finde, das passt gut zu Donika. Das andere kann man ja sich vielleicht mal dann für Fiona oder so überlegen. Ja, das nehme ich jetzt mal, aber dann brauchst du bitte andere Schuhe. Das geht ja so gar nicht, ne? Also bitte, was hast du da für Schuhe an? Schuhe, Schuhe, Schuhe. Was für Schuhe passen denn da so drauf? Hilfe, da oben kommt, glaube ich, gerade nichts. Sowas vielleicht? Warte mal, hast du da weiße Schuhe? Ist das weiß? Zeig mal. Ja, das geht. Das können wir nehmen. Das sieht halbwegs ordentlich aus. Gut. Was mache ich sonst noch bei dir? Also das Kleid ist schon mal schön. Der Schmuck, den sie anhat, ist auch okay. Mit dem Armreif, das kann so bleiben. Dann zeig doch mal kurz. Accessoires, was haben wir denn da? Warte mal kurz ein Stückchen weiter weg, dass ich das auch sehe. Hier sowas vielleicht. Oder? Ja, mal gucken. Aber das sieht man dann, glaube ich, nicht richtig. Nee, da sieht man gar nichts. Okay, wieder weg. Achso, habe ich noch gar nicht angeklickert. Nö, weg. Tu es wieder weg. Sieht man gar nicht. Wenn ich das anklicke, sieht man es auch nicht. Also ich glaube, das Kleid ist so, dass man da oben nicht sehen wird. Okay, dann hat sich das mit dem erledigt. Frisur. Für die Hochzeit. Für eine Hochzeit, für eine Hochzeit, für eine Hochzeit. Warte mal kurz. Du hast ja lange Haare. Ich gehe mal kurz nur auf lang. Mal gucken, was man da so angeboten kriegt. Ich hätte gerne irgendwie sowas, entweder so ein Zopf, finde ich ganz hübsch, oder irgendwie gibt es nicht so eine schöne Hochsteckfrisur bei euch. Nee. Irgendwie habe ich da nichts Gescheites. Wie sieht denn so ein Zopf bei dir aus? Nee, oder? Oder wir lassen sie, wie sie ist. Wir lassen sie, wie sie ist. Komm. Nee, mach das wieder rückgängig. Komm. Abmarsch. Nein, ja, gut, so, belassen wir sie einfach mal so. Das ist okay, denke ich mal, die Schminke ist auch gut, lass ich so. Ich will jetzt hier nicht ewig rumhopsen, so, wer ist jetzt Stefan? Hier, Stefan, zeig dich mal kurz. Ja, hübsch siehst du aus, den habe ich auch noch nie bearbeitet. Was mich bei dem Herrn ein bisschen stört, sind die Ohrringe, ganz ernsthaft. Geh mal in die Accessoires, bitte. Kann man nicht nur einseitig Ohrring tragen oder so? Nee. Das ist zwar immer nur auf einem Ohr, aber ich weiß, ich finde zweiseitige Ohrringe irgendwie bescheiden. Wo bin ich denn hier eigentlich? Bitte Alltagskleidung mal. Ah, so sieht der normal aus, genau. Warum sieht der so anders aus, wenn er woanders ist? Egal. Gut, das ist alles in Ordnung mit Brille und so und ja, schick.
kaputt. Wie siehst du bitte aus, wenn du das hast? Warum hast du jetzt so eine andere Frisur? Erklär mir das mal bitte. Das ist bescheuert. Ich mag das nicht. Kann ich nicht die Frisur haben wie vorher auch? Warte mal kurz. Ich muss nochmal die Frisur angucken. So siehst du aus. Okay, können wir das nicht irgendwie haaremäßig auf alles übertragen? Warum hast du unterschiedliche Frisuren? Und den komischen Bart. Ach, hoffentlich kann ich mir das merken. Leute, Hilfe, ich dreh durch. Warum hat der so komische Haare? Wo sind die Haare von ihm? Hilfe, Haare, Haare. Ist das das? Ist das die Haare? Sind das die Haare? Oh, ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, oder hat er die Haare? Die sind das, ne? Zeig mal. Ja, die Haare stimmen jetzt, okay. Haare stimmen schon mal, gut. Die Brille, ja, in schwarz. Warum hat der jetzt schon wieder andere... Tu mal die Ohrringe jetzt weg, das nervt mich, ehrlich, Junge. Tu mit deinem blöden Ohrring. Gut, das Rest scheint zu stimmen. Oh, der hat grüne Augen. Ach, jetzt habe ich die Brille auch weg. Warte mal, hier hast du eine braune Brille. Ja, das ist gut. Jetzt habe ich ihm überall die Ohrringe weg. Egal. Brille braun. Welche... Oh Mann. Nochmal. Moment, Entschuldigung, das dauert immer. Was ist das für eine Brille? Viereckig und so. Okay. Viereckig und braun. Hast du da eine braune viereckige? Ist das die dann? Ja, nimm nochmal. Ja, ich glaube, das ist die. Ich glaube, das muss die jetzt einfach sein. So, das ist schön. Und das hättest du an? Oder wie ist das dein Outfit für den... Ja, das wäre ja okay. Das können wir lassen. Damit kann ich leben. Dann brauche ich ihm kein neues Outfit geben. Gut. Ach, ich werde ja noch verrückt hier mit euch. Gut, okay. Was hast du denn sonst an? Sportkleidung. Ohne Brille? Wieso ohne Brille? Komm her. Wo ist deine Brille? Gib mir bitte Brille. Das wäre dann die, glaube ich, wieder. Einmal so. Ja. Weil, Leute, ihr habt normal auch eure Brillen auf. Es sei denn, ihr geht schwimmen. Sonst okay. Schlafanzug. Ja, da brauchst du keine Brille, meinetwegen. Ich gehe auch ohne Brille schlafen. Und wie sieht das Party-Outfit aus? Da hat er eine andere Brille, aber er hat eine. Okay, und hat wieder Ohren. Ja, gut, ist okay. Und da hast du... Keine Brille, aber wieder die Ohrringe. Oh Gott. Tu die Ohrringe raus. Echt, Junge. Ich habe nichts gegen Ohrringe, aber normalerweise, wie gesagt... So. Wie gesagt, nicht unbedingt zwei. So. Gut, dann wäre er soweit fertig. Wen habe ich denn jetzt hier? Das ist der hier, ne? So, dann haben wir noch den Steffen. Mist, so lange wollte ich mich jetzt gar nicht um euch kümmern. Du siehst aus, wie du aussiehst. Okay. Zeig ich mal kurz. Alltag. Warum hat der jetzt eine Brille auf? Haben die beide eine Brille im Alltag? Ich dachte, es trägt nur einer Brille. Oh, Leute, ich werde gerade verrückt. Aber gut, das wird wohl so stimmen. Der hat auch Ohrringe. Oh, dann behalt du halt die Ohrringe, meinetwegen. Ist mir scheißegal. Jetzt hat er wieder keine Brille. Leute, ihr macht mich wahnsinnig, ey. Außerdem, nee, ich muss was ändern, Leute. Es tut mir jetzt echt leid, Steffen, ja, bei dem bin ich. Komm noch mal, warte mal, bitte komplett ändern. Eine Sache, generell. Meinetwegen kann er die Brille und Zeug behalten, aber die Haare. Kann ich die ein bisschen heller machen vielleicht irgendwie? Ich weiß es nicht. Ich kann die beiden ja kaum unterscheiden. Dann wäre das eher in Richtung Tonika. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Gefällt mir auch nicht. Gefällt mir auch nicht. Oh Gott. Nee. Bäh. Oh nee. Wie kriege ich euch so, dass ich euch einiger... Das sieht ja bescheuert aus. Ein grauen Bart. Nee. Ach Gott, nee, Schande. Wieder alles zurück. Ach Gott, ich hasse das. Warum? Komm, mach den zurück. War das jetzt? Nee, noch eins, glaube ich. So war er, ne? Und dann? Dunkel. Jetzt hat er fast schwarze Haare. War das so? Ah ja. Okay, das ist die Haarfarbe. Ach Gott, ja. Okay, du kriegst...
kriegst jedenfalls wieder deine doofe Brille auf die Nase. Entweder hast du eine Brille oder du hast keine Brille. Also so halbe Sachen gibt's bei mir nicht. Ist das die Brille, die du da anhattest? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Irgend sowas mit Weiß dabei. Ist das die? Nochmal gucken. Welche hast du da? Nee, Weiß mit außenrum und... Ach Gott, wo ist diese Brille? Ist das dann... Wo bin ich denn gerade? Hier bin ich gerade. Dann die. Ja, das wird die sein. Okay, gut. Dann gehen wir mal auf Sportkleidung. Was du sonst trägst, ist mir mal pieps egal. Ja, aber wo ist jetzt die Brille wieder hin? Oh Mann, du machst mich wahnsinnig. Hier, diese komische da. Weiß, zack, bumm. Auf die Nase. Hopp, anziehen. So, zum Schlafen brauchst du keine. Ja, das ist in Ordnung. Ausgekleidung hat er sie wieder an und die Haare komisch. Also, was machst du mit den Haaren? Wer macht sowas? War das die Frisur? Nee. Das ist eine andere Frisur. Moment, welche Frisur hast du? Glatt. So, haben die jetzt die gleichen Frisuren? Ich blick nicht mehr durch, Leute. Ich hasse sowas. Können die Leute nicht einfach eine Frisur haben und gut ist? Warte, wo ist diese komische Frisur von dir? Es war eine, Dingsfrisur, wenn ich das richtig sehe. Die da. Ja, gut. Sieht genauso aus wie sein Bruder, oder? Irritation. Im Notfall ändere ich das nochmal komplett. Das tut mir dann leid, aber ja, gut. Schwimmen brauchst du auch nichts weiter. Gut, alles klar, das haben wir. Du kannst bleiben, wie du bist. Ist mir pieps egal. So, da möchte ich jetzt noch eine Sache ändern, wenn die irgendwann heiratet. Weiß ich ja jetzt, was ich haben will. Du kriegst ein zweites Outfit. Und zwar Kombi, wo ist es? Dieses hatten wir. Genau, du kriegst dann dieses tolle... Wupp. Das nimmst du. Mhm, sieht bei ihr auch ganz anders aus mit der Figur. warum hast du eigentlich so ein Armband an? Das irritiert mich auch gerade mal. Zeig mal Accessoires. Wie wäre es denn, wenn du dazu... Wie sehen denn sowas aus? Mach mal. Ah, mit Handschuh? Nee, ohne. Komm, tu den Handschuh weg. Aber du brauchst ein anderes Armband dafür. Also das sieht irgendwie aus. Ich weiß nicht. Vielleicht das hier. Zeig mal. Ach, mach doch einfach mal an. Jetzt hat es auf der anderen Hand. Sieht schön aus. Gut. Wie kriege ich das komische Armband weg? Da. So, weg damit. Jo. So kann man die Madame lassen. Aha. Und du kriegst aber vielleicht noch eine Kette um. Vielleicht klappt das bei dir. Das wäre nämlich cool, wenn du jetzt dann diese... Wo ist sie denn da? Ist das die? Ja, scheinbar. Hopp. Trägt sie auch nicht, oder? Nee. Doch, jetzt. Ich dachte schon. Jo, mit Perlchen, Perlchen, das passt. Ja. Gut. Dann haben wir das. In Ordnung. Alles paletti. Dann gehe ich wieder zurück. Tonika. So, geh mal raus da. Outfit zusammengestellt. Ich glaub's nicht. Ich wette, meine Zeit ist schon fast wieder um. Das habe ich aufgeschrieben. Oh nee, ehrlich? Habe ich jetzt 20 Minuten in dem Okay. Ja, das ist der Grund, warum ich sowas gerne offscreen mache. Mir geht da nur Zeit verloren. Na gut. Das bedeutet, ihr Lieben, ja, das war's dann schon wieder. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es dann an die Hochzeitsplanung geht. Tut mir jetzt echt leid, dass ich dafür jetzt die ganze Zeit verplempert habe, aber ja, es musste halt irgendwie sein. Ne? Ich meine, ich kann ja schlecht mit ihr heiraten, wenn sie noch nicht mal ein Outfit dafür hat. Das musste ich kontrollieren und ja, entsprechend. Könntest du mal gucken, Mäuschen? Du siehst so zufrieden aus. Ach, sie ist so himmlisch zufrieden. Finde ich sowas von toll. Ja. Gut, dann entschuldigt bitte, dass das jetzt ein reiner Outfit-Planungspart war, ohne die Eltern. Ich weiß, aber egal. Wir haben zumindest ein Hochzeit-Outfit und wir werden im nächsten Part dann uns um die Hochzeit kümmern. Ich wünsche euch dabei schon mal viel Vergnügen, bedanke mich fürs Zusehen.
Bis dann, macht's gut, tschüss.